Sobald Himmel und Erde eins werden, wird es kein Fegefeuer mehr geben. Samstag, 12. Oktober 2013, 17.10 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, mein Thron wird auf die erneuerte Erde gestellt werden, und bald werden alle im Frieden und Harmonie leben, in Übereinstimmung mit dem Willen meines Vaters. Die Welt wird werden, wie sie von Anbeginn war, und keine Zweitracht wird zu spüren sein. Alle Kinder Gottes, die erwählt sind, sich mit den Engeln und Heiligen zu verbinden, werden eine vollkommene Existenz leben. Aber ihr sollt wissen, denjenigen, die die Wirklichkeit des neuen Paradieses nicht annehmen, wenn ihnen alle Chancen gegeben worden sind zu entscheiden, welchen Weg sie wählen wollen, wird keine zweite Chance gegeben werden. Sobald Himmel und Erde eins werden, wird es kein Fegefeuer mehr geben. Der einzige Weg, den Seelen nehmen werden, die sich weigern, meine Barmherzigkeit anzunehmen, wenn sie ihnen großzügig gegeben wird, wird der eine sein, der in die Hölle führt. Viele werden so eigensinnig sein, da sie fast vollständig auf intellektuelle Argumentation bauen, dass sie, ohne es zu wissen, beschließen werden, die Ewigkeit in den Feuern der Hölle zu verbringen. Diejenigen, die nicht an Gott glauben oder die die Wahrheit nicht annehmen, glauben nichts an die Existenz Satans. Er, der Betrüger, wird ihre Köpfe mit Lügen vernebeln, um sie in die Folterkammern zu locken. Einmal dort angekommen, wird er sie aufgrund seines Hasses auf die Menschen ununterbrochen leiden lassen in aller Ewigkeit. Ich kann diesen Seelen dann nicht mehr helfen. Wie sehr ich doch in schmerzlichem Kummer um die Seelen der Arroganten, der Unwissenden und jener, deren Herzen verhärtet sind, weine. Sie sind so voller Stolz, dass sie mich niemals sehen werden, weil sie es nicht können. Es ist für einen Menschen nicht möglich, mich zu sehen oder mit meinem wahren Wort erfüllt zu werden, wenn er von der Sünde des Stolzes heimgesucht ist. Diejenigen von euch andererseits, die mich kennen, die mich aber nach euren eigenen Bedingungen annehmen, auch ihr distanziert euch von mir. Warum sagt er, ihr würdet mich kennen, und verdreht dann, was ich euch über die Nachfolger von mir gesagt habe? Wie könnt ihr euch Christen nennen und bereit sein, eine falsche Theologie und Lügen zu akzeptieren, die zurechtgedreht sind, um sie eurem eigenen Lebensstil anzupassen? Wer seid ihr, wenn ihr mir nicht folgt und nicht die volle Wahrheit meiner Lehren annimmt? Ihr seid Verräter. Ihr verratet mich. Wenn ihr mich einmal verraten habt, dann werdet ihr versucht sein, es immer wieder zu tun, bis ihr schließlich in meinen Augen keine Christen mehr sein werdet. Ich muss mich an all jene wenden, die an mein Wort glauben, und euch fragen, wann habe ich die Sünde jemals stillschweigend geduldet? Ich vergebe die Sünde, aber ich dulde sie niemals. Wenn ihr glaubt, dass ich die Sünde dulde, dann rechtfertigt ihr die Sünde. Ihr werdet wegen des Irrtums eurer Wege leiden, und ihr seid nicht besser als jene, die mich verraten, verspotten, über mich lachen und mich kreuzigen. Denkt daran, ich habe euch die Wahrheit gelehrt. Nichts als die Wahrheit wird euch dazu bringen, das Heil anzunehmen, das ich jetzt der Welt bringen komme, in dieser letzten Phase meines Bundes, um die Menschheit zu retten. Vergesst niemals, ich bin die Wahrheit. Nur die Wahrheit kommt von mir. Euer Jesus.